Ja, hier ist nochmal Christian Schemeier, Paartherapeut, Psychologe aus dem verregneten Berlin. Und heute geht es mal die andere Seite der Krümelbeziehung. Also mir hat jemand geschrieben, die sich immer so Minuspol von Krümelbeziehungen, also Beziehungen, die immer mehr ausfusseln. Habe ich ja viele Videos zu gemacht. Und ja, hören wir mal, was sie zu schreiben hat. Könnten wir auch eure Texte schicken unter einem Formular auf liebeschiff.de und da findet ihr auch meine hervorragenden Online-Kurse. Guckt nicht nur die Videos. Lieber Christian, ich möchte mal was zur Krümelbeziehung schreiben, denn ich kann ja aus der Person des Krümelgebers berichten. Ich bin in meinem Beziehungsleben, so wie ich das sehe, in der Regel an beziehungssüchtige Menschen geraten, beziehungsweise wurde von ihnen ausgesucht. Naja, auch für so womöglich bindungsängstliche, minuspolige Menschen gilt, dass sie ja einen Liebeschip haben, dieser Liebeschip bestimmte Menschen aussucht. Ich würde ja mal sagen, warum, damit man sein Thema angehen kann. Aber das gilt genauso wie für Pluspole. So, ne? Diese Menschen wissen wahrscheinlich bis heute nicht, dass sie beziehungssüchtig sind, denn auch ich wusste lange nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, das muss ich auch mal sagen. Ich weiß, dass man selber denkt ja immer auch als Pluspol, ist doch ganz normal, was ich will. Bin noch gar nicht so krass, diese blöden Minuspole, aber aus der Sicht von Minuspolen sieht das eben auch ein bisschen anders aus. Die sagen natürlich auch, boah, so ein Pluspol triggert mich total an und was hat er bloß alles für Vorstellungen. Und mit einem Menschen, der beziehungssüchtig ist oder in diesem Modus ist, mit dem zusammen zu sein, ist kein Spaß. Ne? Also auch nicht für den Minuspol. So, ne? Denn auch ich wusste bislang nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Das fing bei mir schon in der Kindheit an, als ich als Freundin ausgesucht und kontrolliert worden bin. Und wenn ich die Erwartungen, die an mich gerichtet worden sind, nicht erfüllt habe, dann wurde ich wieder aussortiert. Ich war im Nachhinein immer froh, dass von mir abgelassen worden ist, denn ich hätte die Erwartungen nie erfüllen können. Da ist natürlich die Frage, warum du das dann auch nicht beendest oder warum du das, weiß nicht, ob du das heute so klar kommunizierst, was von dir denn zu erwarten ist. Das ist ja, also eine Beziehung kann eigentlich nicht toxisch werden. Also die kann zwar unglücklich werden, aber nicht toxisch, wenn beide ganz klar sagen, was sie erwarten und was nicht möglich ist. So, ne? Später ging es dann in meiner Beziehung im selben Muster weiter. Ich wurde immer wieder von Beziehungen zwischen den Partnern und auch Freundinnen und so weiter ausgesucht, die bei mir irgendetwas vermuteten, was ich zu geben hätte, was ich eigentlich nicht zu geben habe. Ja, ich meine, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist ja manchmal so, dass ich vermute, so bindungsvermeidende Menschen dass manchmal so denken, das ist irgendwie so eine Schatzkammer, wo man irgendwas rausholen kann, wenn man nur genug bohrt und nett ist. Und es ist vielleicht auch mal gut zu hören für euch alle, dass jemand auch mal sagt, da ist nichts zu holen. Bis auf eine Geschichte habe ich allerdings unter dem aussortiert werden nicht gelitten. Ich war im Gegenteil immer froh, dass die Menschen nicht mehr in meinem Leben waren und ich wieder frei war. Ja, so viel zu dem Thema. Wenn ihr jemanden, wie sie gesagt, aussortiert, also wenn ihr sagt, boah, das passt nicht, ich beende das mal und dann sind ja manchmal so enttäuscht, warum meldet sich diese Person nicht mehr, was natürlich ihr gutes Recht ist, wenn sie getrennt wurde. Hier seht ihr auch mal, dass jemand sagt, ja, das ist eigentlich das auch, was ich gewollt habe. Frage ist natürlich, warum du dich dann nicht früher trennst, ne? Und also warum du das Krümelige auch dann weiterführst, ne? Da müsstest du euch bei dir mal gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich mein System nochmal wandelt. Ich darf es allerdings auch nicht mehr zulassen, dass ich nochmal von einem beziehungssüchtigen Menschen kontrolliert und dann aussortiert werde, der mir dann auch noch vorwirft, dass ich seine Erwartungen nicht erfüllt hätte. Dass ich eine Mogelpackung sei. Das tut weder mir noch ihm gut. Ja, verstehe ich. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie die Dynamiken sind. Falls du irgendwas sagst, was nicht der Wahrheit entspricht, also müsste man jetzt mal ein Beispiel haben, wo es immer. Aber ich verstehe schon, dass es manchmal auch in einem rein projiziert wird. Naja, und man sollte nie sagen, wenn du mal jemand datest, der noch minuspoliger ist als dich, müsst du vielleicht staunen, wie viel Plus da in dir steckt auch. So, weder ich kann anders sein, als ich bin, noch können andere anders sein, als so, wie sie es sind. Alles ist Gottes Wille, dass es so ist, wie es ist, und es ist perfekt so. Ja, das ist so ein Satz wie, ich bin so, wie ich bin. Also ich finde den nicht so gut. Also was jetzt sicherlich auf irgendeiner hohen Ebene können wir immer sagen, ist alles
Gottes Wille oder Wille des Universums, okay, aber so im Hier und Jetzt auf dieser Erde haben wir natürlich die Freiheit, ne? Wir können Sachen so und so machen und ich finde das immer schwierig so, ne? So bin ich eben, ja, dann zerschellst du eben an meinen Klippen, ist mir doch egal. Ist zu 50% kann ich es verstehen, aber zu 50%, Ich bin jedenfalls im Frieden damit, dass es so ist, wie es ist. Na, offensichtlich leidest du weniger als der Pluspol, was ich auch immer wieder sage. Und das heißt natürlich auch, dass es, mal Frage an dich, dass es letzten Endes auch mehr nach dir geht als nach dem Pluspol. So, ne? Und das ist, was ja auch okay ist, aber ja, eigentlich bist du immer oben auf vielleicht. Ne? Naja, wenn du willst, aber gut, da ist ja kein Wunsch, da irgendwas zu verändern, muss ich auch keine Kurse empfehlen. Ansonsten für die, was machen wollen, sind Module 4, 6 und 9, Bindungsangstmodule und wir sehen uns bald wieder.